Ja, ich würde sagen, wir starten. Nochmal hallo und herzlich willkommen zu dieser Ignite im März 2021. Ganz besonders herzlich willkommen auch hier zu dieser Local Session. Ich bin Robin Manuel Thiel. Ich mache bei Microsoft Themen wie Cloud Native, Container und Kubernetes aus dem Global Black Belt Team heraus und möchte euch in den nächsten 30 Minuten ein paar Themen vorstellen, die für die Tech-Community in Deutschland vielleicht ganz interessant sind. Ich habe mir ein paar Gäste eingeladen. Und ja, was haben wir vor? Wir wollen euch einmal kurz die Highlights und ein persönliches Best-of der aktuellen Ignite vorstellen. Wir schlürfen einen virtuellen Container-Cocktail und machen uns Gedanken zu, ja, wie Kubernetes und Open Source, die gerade die Cloud erobern. Und zu guter Letzt wollen wir euch auch unsere Online-Skilling- und Zertifizierungsangebote vorstellen, die euch jetzt in diesen Zeiten vielleicht auch ganz gut in den Kram passen und mit denen ihr euch weiter qualifizieren könnt. Wenn es Fragen zu den Themen gibt, wir haben einen Live-Chat. Das heißt, hinter den Kulissen sind jede Menge fleißige Kolleginnen und Kollegen, die sich um eure Fragen kümmern. Scheut also nicht davor zurück, dort im Chat fleißig zu posten, wenn es Fragen gibt zu Ignite, zu bestimmten Technologien, zur Skilling-Initiative von Microsoft. Die Kollegen warten also auf eure Fragen. Ich begrüße jetzt aber erstmal zunächst in der Leitung meinen Kollegen Benny Gregg. Benny ist bei Microsoft Deutschland CTO, also Chief Technology Officer bei Microsoft Solutions und damit quasi genau der Richtige, um uns ein paar ja, von seinen persönlichen Ignite-Highlights hier im Frühjahr 2021 vorzustellen. Benny, grüß dich. Was waren denn so deine wichtigsten Announcements und welche Themen waren für dich besonders spannend? Ja, Robin, zunächst vielen Dank für die Einladung. Das ist ja mittlerweile schon die zweite voll virtuelle Ignite-Konferenz und ich bin natürlich mehr als glücklich, auch hier wieder bei unserem lokalen Part dabei sein zu dürfen. So, nun zu meinen Einschätzungen bezüglich der besonders spannenden Announcement in diesem Jahr. Also zum einen sehe ich da auf jeden Fall das Thema Security. Security ist schon lange Priorität Nummer eins innerhalb unserer Engineering-Strategie. Aber nunmehr bieten wir eine Security-Spannweite wirklich über unsere gesamte Plattform hinweg. Also über alle vier Solution Areas. Das geht los mit dem Arbeitsplatz, über die Business-Applikation, CRM, ERP, die Infrastruktur- und Applikationsplattform und Data und AI. Das heißt, wir haben ein ganzheitliches, fest und eng verzahntes Security-Konstrukt hier, das wir unseren Kunden mit an die Hand geben können. Und darüber hinaus sind wir auch in der Lage, dieses Security-Konzept über die drei Compute-Kontexte hinweg, also über sogenannte Hybrid-Cloud-Strukturen abzubilden. On-Premises, Public Cloud und das Edge-Device. Und darüber hinaus ist unsere Security-Plattform so ausgerichtet, dass wir nicht nur hybride Cloud-Strategien, sondern auch sogenannte hybride Multi-Cloud-Strategien mit unserer Security-Plattform bestmöglich absichern können. Das heißt, selbst Managementstrukturen über unsere Cloud-Plattform Azure hinweg hin zu weiteren Hyperscalern wird bestmöglich abgebildet durch unsere Security-Positionierung. Dann der zweite Punkt. Wir alle haben jetzt in der Zeiten der Pandemie erlebt, was es bedeutet, wirklich remote zu arbeiten. Und da denke ich, lohnt es sich auf jeden Fall, einen genauen Blick auf die Announcements zum Thema Future of Work zu werfen. Und hier ganz im Konkreten natürlich unser Announcement der neuen Lösung Viva, aber auch zum Beispiel das Zusammenspiel unserer Arbeitsplatzplattform mit unseren Business-Applikationen, um hier wirklich eine perfekte Kollaborationsplattform für unsere Kunden anzubieten. Echt cool. Danke dir. Was würdest du noch hervorheben von den Announcements? Ja, auf genau die Frage habe ich natürlich gehofft, weil es ist ganz schwierig, sich wirklich nur auf zwei oder maximal drei Highlights der diesjährigen Ignite zu konzentrieren. Deswegen würde ich natürlich gerne noch zwei weitere Themen anbringen. Und zwar zum einen, es ist sicherlich spannend, sich genau anzuschauen, welche neuen Announcements bezüglich unserer App-Dev-Strategie gibt. Das heißt, unsere Entwicklungsplattform basierend auf unserem Infrastruktur- und Data- und AI-Backend innerhalb der Azure Cloud-Plattform, aber auch gerade insbesondere das Zusammenspiel mit dieser Cloud-Plattform und zum Beispiel GitHub oder unserem modernen Arbeitsplatz. Also hier empfehle ich absolut den Besuch der verschiedenen Sessions, aber auch Demo-Parts innerhalb der Ignite, um den ganzheitlichen Blick über unsere wirklich perfekt integrierte, über die Plattform hinweg ausgerichtete Entwicklerplattform zu bekommen. Darüber hinaus ist ein persönliches, großes Interesse von mir immer zu verfolgen, wie die Weiterentwicklung innerhalb unserer AI- und Machine Learning-Plattform voranschreitet. Und hierbei ist besonders spannend zu sehen, welche neuen Themen sich aufgetan haben im Bereich AI-Betrieb im Edge-Konzept.
Wir alle wissen, dass wir darauf angewiesen sind, On-Premises-Umgebungen bestmöglich zu integrieren mit Public-Cloud-Umgebung, aber auch das Edge-Konzept, also das Abbild oder Ergebnis von Themen wie Industrial IoT. Das heißt, jeder relevantes Objekt innerhalb unserer Welt wird mit einem Compute-Kontext versehen sein. Und wie kann ich Intelligenz mit einem zentralen Governance-Management, aber auch Security-Konzept aussteuern, um diese Funktionalitäten von künstlicher Intelligenz auf diesen Edge-Konzepten zur Verfügung zu stellen. Alles klar. Cooles Zeug, Dankeschön. Was machst du jetzt noch rund um die Ignite? Wie sieht deine Agenda aus? Welche Sessions schaust du dir noch an oder würdest du empfehlen? Ja, auch hier wäre natürlich am liebsten meine Antwort, jede Session ist es wert, sich anzugucken. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Also dementsprechend versuche ich mich jetzt zu fokussieren auf drei konkrete Empfehlungen. Neben natürlich der Keynote von Satya, die jede einzelne Minute wert ist, aber auch natürlich die Session von Scott Guthrie, unserem Executive Vice President für unsere Engineer-Organisation. Daneben also, was würde ich im Konkreten empfehlen, welche Session besonders spannend sind zu besuchen? Also zum einen die Session von Rohan Kumar, unserem Data-Chef innerhalb unserer Engineering-Organisation zu dem Thema Go Limitless with Azure Data on AI. Eine persönliche Empfehlung von mir, die auf jeden Fall jede einzelne Minute auch wert sein wird. Dann die sogenannte Hero-Session zu dem Thema Security von Vasu Jakhal. Ist aus meiner Sicht extrem spannend, um die Positionierung und die neuen Announcements unserer Security-Plattform wahrzunehmen und dann darüber hinaus zu sehen, das Announcement zu unseren industriespezifischen Clouds. Also in dem Fall die Microsoft Cloud for Retail, die vorgestellt wird von Shelley und Lindsay. Das also meine Empfehlung bezüglich der Announcements. Ich wünsche allen Beteiligten hier in unserer deutschen Community viel Spaß in den kommenden Tagen und hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Ja, herzlichen Dank, Benny, für diese Zusammenfassung und für die Einordnung der Themen und für deine ganz persönliche Favoritenliste. Tschüss, bis bald mal wieder. Und ich sehe, wir haben auch schon direkt den nächsten Gast im Call. Hallo, Nico. Hi. Cool, dass du hier vorbeischaust. Nico Meisenzahl ist Senior Cloud und DevOps Consultant bei der WhiteDuck GmbH und außerdem MVP, also Microsoft Most Valuable Professional. Das hört sich schon noch eine ganze Menge Orden an. Nico, wie sieht dein Dayjob aus? Was machst du bei WhiteDuck oder was machst du als Most Valuable Professional so? Also mein Dayjob ist im Prinzip, dass ich unsere Kunden unterstütze. Das heißt, alles, was in Richtung Cloud Native, Container, Kubernetes geht, bin ich eben mit Kunden im Workshop zusammen, unterstütze sie. Genau, und dann als MVP natürlich auch noch ein kleiner Nachtjob mit dabei. Das heißt, wir haben natürlich noch Meetups, Talks etc., Blogposts. Das heißt, da einfach noch ein bisschen contributen in die Community. Sehr cool. Jetzt aber erstmal Prost auf einen Container-Cocktail mit Nico Meisenzahl. Wie Cheers. Kubernetes und Open Source die Cloud erobern. So haben wir das hier genannt. Hast du was zu schlürfen zur Hand? Natürlich. Hab hier einen Kaffee dabei. Ein Detox-Cocktail also. Gut, das ist um die Uhrzeit auch besser. Ich habe hier tatsächlich auch die alkoholfreie Variante gewählt mit meiner Rhabarberschorle. Aber jetzt sag mal, wenn ich dich fragen würde, was ist Cloud Native? Was würdest du antworten? Und ich frage deswegen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, wenn man da draußen 10 Leute fragt, was ist eigentlich Cloud Native, bekommt man 11 verschiedene Antworten. Für die einen ist das einfach nur Kubernetes, für die anderen ist das alles, wo irgendwie ein Container dranhängt, für die dritten ist das alles, was irgendwie in der Cloud ist. Wenn ich dich jetzt spontan fragen würde, was wäre deine Definition? Ich glaube, bei Cloud Native geht es primär darum, dass man halt wirklich die Anwendung oder die Plattform, die man gerade baut, die Lösung, die man baut, mit den Mitteln baut, die ich im Prinzip in einer Public Cloud zur Verfügung habe. Also jetzt nicht im Common Lift und Shift Szenario, sondern wirklich, man redesignt die Anwendung und nutzt die Funktion, die man in einer Public Cloud eben hat. Das ist für mich persönlich so die Definition von Cloud Native. Natürlich sind wir da sehr, sehr stark im Containerbereich oder auch im Kubernetes-Bereich. Das ist ganz klar so, aber nichtsdestotrotz ist jetzt, wenn ich mir eine Event-Driven-Plattform mit Azure Functions baue oder ähnliches, bin ich trotzdem Cloud Native, auch wenn ich da jetzt nirgendwo einen Container habe. Aber ja, ich gebe dir recht, 11 Antworten bei 10 Leuten, ja. Ja, finde ich cool, was du sagst, weil das ja im Prinzip heißt, dass in erster Linie Anwendungen sind, die von vornherein dafür gemacht sind, in der Cloud zu laufen und sich eben diesen Möglichkeiten und Services und was auch immer der Cloud-Provider mir anbietet und welcher Cloud-Provider das auch immer ist, dass ich mich eben diesen Möglichkeiten bediene. Und das muss gar nicht unbedingt Kubernetes sein. Also du würdest auch sagen, ich kann Cloud-Native sein, ohne einen Docker-Container in einen Kubernetes-Cluster zu schmeißen, oder? Definitiv ja, definitiv ja. Klar, 90% oder 80% ist irgendwo ein Container mit dabei, in den meisten Fällen, weil es halt einfache Vorteile bringt, aber definitiv, es muss kein Container sein.
Auch da, wenn wir uns vielleicht, ja, also im Prinzip das, was ich erzählt habe, deckt sich auch so ein bisschen mit der Beschreibung der CNCF, der Cloud Native Computing Foundation, die im Prinzip da, glaube ich, mal ein Wording rausgebracht hat, was man unter Cloud Native versteht. Und auch die sehen das im Prinzip so, wie ich gerade beschrieben habe. Das heißt, Cloud Native ist im Prinzip ja die verschiedensten Anwendungsfälle zusammengedacht. Es ist Containerisierung dabei, es ist aber auch CI/CD dabei, Orchestrierung, Observability-Metriken und so weiter und so fort. Auch da vielleicht das Tipp für die Zuhörer, es gibt dann eine sogenannte Landscape von der CNCF, die auch da nochmal einen sehr, sehr guten Überblick gibt. Also einfach mal bei ja, im Internet suchen, CNCF Landscape und dann findet man das. Das bringt eine gute Bei Bing Zusammenfassung. googeln und dann Genau, findet bei man ja Bing schon. Google. Ja, stimmt. Also gerade diese Landscape und diese Trail Map, die finde ich auch beide einen sehr guten Einstieg. Die Landscape, weil sie mich wahrscheinlich erstmal erschlägt mit, okay, das ist ja wirklich alles Cloud Native. Und dann diese Trail Map, die einen ja so ein bisschen an die Hand nimmt und versucht, durch diesen, ja, vielleicht auch Transformationsprozess, der innerhalb von Unternehmen stattfinden muss, durchzuführen. Also wo fange ich denn an, wenn ich jetzt sage, ich möchte für die Cloud entwickeln und mich eben diesen Technologien bedienen? Und ich glaube, die fangen an und die sagen, glaube ich, das allererste, was du überhaupt irgendwie hinkriegen musst, ist Automation. Also so Stichwort DevOps und Pipeline sind, weil du viele Dinge machst, die du immer, immer, immer wiederholen können möchtest. Sei es Infrastruktur aufsetzen mit sowas wie Terraform und Infrastructure as Code oder sei es Container verpacken und Code kompilieren und dann irgendwo in eine Registry reinschmeißen. Und ich glaube, genau, wenn man das hat, dann kann man langsam anfangen, sich so Sachen wie Kubernetes und so Orchestrator anzugucken. Also auf jeden Fall finde ich einen guten Tipp, mal nach der Cloud Native Trail Map und der CNCF Landscape suchen, wo auch immer. Jetzt weiß ich aber, dass du auch relativ viel mit ja, sehr, sehr modernen und sehr, sehr fortgeschrittenen Themen wie zum Beispiel Dapper machst. Und das passt natürlich wahnsinnig gut hier zu der Ignite, weil Dapper ist 1.0 gegangen. Wir haben es, glaube ich, vor 1,5 Jahren hat Microsoft das angekündigt und mittlerweile sind wir soweit? Wir haben den allerersten Stand, Version 1.0. Das Team ist sich jetzt sicher und gibt den Stempel drauf. Wir können das Ding jetzt produktiv einsetzen. Kannst du kurz zusammenfassen, was für dich Dapper ist und wo du da siehst, warum ist das cool? Warum ist das was, was es, ja, was sich die Zuschauer auch anschauen sollten, was es bisher noch nicht so gab? Gerne, gerne. Vielleicht kurz mal, was heißt Dapper überhaupt? So, ausgeschrieben ist die Distributed Application Runtime. Und was Dapper macht, ist im Prinzip, ich kriege Flexibilität durch Abstrahierung. So fasse ich es eigentlich am Anfang immer ganz nett zusammen. Was passiert ist, dass im Prinzip Dapper auch so das Sidecar-Konzept setzt. Das heißt, ich habe meinen Microservice, der mag jetzt in .NET Core oder in Go geschrieben sein, ist total egal. Und da habe ich so ein Sidecar hinten dran. Sidecar kennt man sehr stark von Kubernetes, heißt jetzt aber nicht, dass wir ausschließlich nur über Kubernetes reden. Läuft auch auf der Edge, läuft auch in VMs, on-premise oder auch auf dem eigenen Rechner. Und im Prinzip, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache ja eine Service-to-Service-Kommunikation mit einem anderen Microservice, dann reden im Prinzip diese Dapper-Sidecars miteinander. Und dadurch habe ich im Prinzip die verschiedensten Vorteile. Das heißt, es ist ein Retry-Pattern implementiert, ja, und ganz viele andere Best Practices oder auch ein Mutual TLS, also eine Authentifizierung zwischen den Services. Und Dapper bringt mir da eben ja die verschiedenen Building Blocks, so nennen die sich, mit, um dann zum Beispiel ein State Management zu machen, Pub/Sub zu machen, also Publish und Subscribe zu machen. Und da abstrahieren sie sehr viel. Das heißt, ich sage im Prinzip nur, hey Dapper, ich würde gerne mein State speichern, aber nicht mehr. Das heißt, ich ja, integriere das Dapper SDK für meine Sprache, mit der ich gerade entwickle. Und der Rest wird abstrahiert und ist dann eigentlich eine Konfiguration. Das heißt, ich sage dann per Konfiguration im YAML-File, schreib dein State bitte in eine Cosmos DB oder schreib dein State in eine Redis. Und selbiges auch bei Pub/Sub. Das heißt, ich abstrahiere wirklich und habe keine wirklichen Dependencies in meinem Code und bin dadurch natürlich auch extrem flexibel. Und gerade wenn man in Mehrsprachigkeit geht, das heißt, ich habe sehr, sehr viele Microservices, ich habe Go, Rust, .NET, die verschiedensten, dann tue ich mir da halt einfach leichter, weil die Implementierung immer dieselbe ist und ich nicht irgendwann eine andere Library habe, die irgendwie sich anders verhält oder so. Also ein Riesenvorteil. Ja, ich fand das mit den Bausteinen ganz, ganz cool, dass das wirklich ist wie so ein, ja, wie so ein Lego-Kasten im Prinzip. Und das sind ja meistens Komponenten, die ich ohnehin schreiben müsste, wenn ich sowas wie Publish und Subscribe einbaue, wenn ich sowas wie Secret Management in meine Applikation einbaue. Und wenn dann jetzt jemand sagt, pass auf, wir haben hier was für dich geschrieben und das wegabstrahiert und du kannst das einfach aus deiner Programmiersprache ansprechen und so konfigurieren, dass das gegen die Publish und Subscribe-Technologie, die du gerade verwenden möchtest. Oder gegen den Secret Store, den du gerade verwenden möchtest. Also sei das sowas wie Azure Key Vault oder sei das sowas wie HashiCorp Vault oder was auch immer, einfach umkonfigurierst,
ohne dass deine Anwendung und deine Business-Logik davon mitbekommen muss. Und das finde ich eigentlich super spannend, dass das wirklich ein Pattern ist, was ja komplett plattform- und cloud-übergreifend auch funktioniert, weil meine Anwendung und der Entwickler meiner Anwendung muss jetzt vielleicht nicht unbedingt das Azure Service Bus SDK in seine Applikation einbauen und ja, das dann, wie du schon sagtest, sinnvollerweise abstrahiert man das ja dann eh irgendwie weg. Das heißt, der Entwickler muss sich auch irgendwie wieder Gedanken machen, vielleicht möchte ich das irgendwann mal gegen eine andere Technologie austauschen, also schreibe ich vielleicht ein Interface davor. Und das finde ich eigentlich auch super spannend, weil diese Welt eben so schnelllebig ist und weil, wenn wir einen Blick auf diese Cloud-Native Trail Map werfen, wir halt sehen, dass es da so wahnsinnig viele neue Services gibt, die auf den Markt kommen, andere, die vielleicht wieder gehen oder ausgetauscht werden und dann diese Building Blocks habe und einfach eine Konfigurationsdatei austausche und meine Applikation davon nichts mitbekommt. Das finde ich Schon. super cool, gerade weil ich eben dieses Multi-Cloud-Szenario fahren kann. Genau, und vielleicht dann ein weiterer Building Block, der mir gerade noch einfällt, in Richtung Observability. Dadurch, dass ich diese Sidecars habe, kann ich mir mit DAPA natürlich auch sehr, sehr schnell ja, Metriken abgreifen. Das heißt, ich sehe einfach wirklich, was in meiner Microservices ja, Umgebung überhaupt passiert. Das heißt, das ist auch noch ein großer Mehrwert, den ich einfach nur mitbekomme, wenn ich DAPA nutze, ohne dass ich wirklich was dafür tun muss. Was natürlich auch noch das Ja. Ganze wieder recht spannend macht. Ja. Und ich finde das auch ein gutes Stichwort, wenn wir halt sagen, der Entwickler muss gar nicht mehr unbedingt wissen, gegen welche Cloud-Plattform seine Applikation sich jetzt vielleicht nachher verbindet. Ich finde, das ist ein weiterer Baustein zu einem Trend, den man, glaube ich, so ein bisschen in der Cloud-Native-Welt beobachten kann, dass man einen Orchestrator wie Kubernetes mehr, ja, als mehr versteht als nur einen Container-Orchestrator, sondern wirklich so, ja, als eine Plattform. Also vielleicht auch die Schnittstelle, die ich einem Entwickler oder einem Operations-Team an die Hand gebe. Und ja, diese Teams interagieren dann quasi nur noch mit Kubernetes als Plattform und gar nicht mehr mit meinem Cloud-Provider, der vielleicht für mich eine gemanagte Version von diesem Kubernetes bereitstellt oder eigene Services drumherum. Was ist dazu deine Meinung? Das ist definitiv ein Pattern, was auch ja, immer mehr passiert und auch Riesenvorteile hat. Also erst, ich glaube, gestern wieder mit einem Kunden gesprochen über das Thema. Da geht es darüber, ja, wir brauchen irgendwie ein Scheduling, wir müssen ja das und das zu einer bestimmten Zeit ausführen. Wie soll man das machen? Ich sage, so, ja, ihr habt eh Kubernetes am Laufen, ihr habt den Kubernetes, die API, ihr habt das Scheduling von Haus aus mit dabei, braucht ihr nicht selbst bauen. Also da dieses ja, Best Practice mit Custom Resource Definitions und Operator zu arbeiten, also im Prinzip die Kubernetes API zu erweitern und dann darauf zu agieren, hat man halt jede Flexibilität, die man braucht. Also bestes Beispiel, was ich hier immer bringe, ist einfach, ja, man kann sich dann mit Kubernetes eine Pizzaressource anlegen und der Provider bestellt die Pizza bei wo auch immer. Also es ist alles möglich. Und es gibt auch die verschiedensten Open Source Projekte, die mich da unterstützen. Also mit Azure Service Operator zum Beispiel ist eins davon, kann ich zum Beispiel auch meine Infrastruktur in Azure über Kubernetes managen. Das heißt, ich habe dann ein Deployment, mein Microservice, der braucht vielleicht eine Cosmos-Datenbank mit dazu oder ein Storage-Account. Da kann ich die im Prinzip in einem Schwamm mit der Anwendung in mein Kubernetes-Cluster deployen und mein Kubernetes kümmert sich dann darum, dass ich den Storage-Account zur Verfügung habe. Ja, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe für den Erfolg von Kubernetes, diese Erweiterbarkeit, ne? Dass es eben, es ist dafür gemacht, Container zu orchestrieren und da den Lebenszyklus von Containern zu überwachen und zu managen. Wie du aber gerade schon gesagt hast, über die Custom Resource Definitions kann sich da jeder eigene, ja, was auch immer für Ressourcen in diesen Lebenszyklus und in diese Operation mit einbringen und dann, ja, quasi mit der gleichen Schnittstelle, mit der gleichen API auch andere Dinge orchestrieren. Und das können, wie du gerade gesagt hast, auch einfach Cloud-Ressourcen sein. Und das finde ich halt spannend, wenn da die Welten zusammenkommen und ich ja vielleicht wirklich in sowas wie einem Helm-Chart, das ist ja der de facto Standard für Package-Management in Kubernetes, alles beschreiben kann, was meine Applikation braucht. Nicht nur innerhalb des Clusters, sondern auch außerhalb des Clusters, weil es irgendwas gibt, was im Cluster darauf hört, wenn ich jetzt eine Ressource vom Typ, weiß ich nicht, Azure SQL-Datenbank anlege und sich dann eben für mich mit der Cloud verbindet und sowas macht. Da haben wir auch im Rahmen des Cloud Natives Club, haben wir beide ja mal genau zu dem Thema gesprochen. Auch das kann man mal mit Bing googeln. Einfach, weiß ich nicht, Cloud Native Club mal eingeben. Da haben Nico und ich quasi genau dieses Thema des Azure Service Operators vertieft. Also vielleicht auch, wer nach diesem Video natürlich noch Zeit für ein kleines Follow-up hat, kann sich da natürlich auch nochmal im Detail informieren. Ja, danke dir, Nico. Super, dass du da warst. Super, dass du hier dabei bist. Nico geht jetzt auch rüber in den Live-Chat. Also, falls es noch Fragen gibt rund um Kubernetes, Open Source und Co., dann da einfach melden. Danke dir nochmal.
und wir sehen uns die Tage. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Und unsere nächsten Gäste sind auch schon da. Herzlich willkommen, Edip und Ida. Edip ist bei Microsoft Deutschland der Master of Ceremonies, wenn es um das Thema Training und Zertifizierung für Developer und IT-Pros geht. Und Ida Tang ist Program Manager Cloud Services bei der Deutschen Telekom AG. Ida, was machst du da genau? Genau, ich bin in der T-Systems im Bereich Public Cloud angesiedelt und ich verantworte eine Skilling-Initiative, in dem wir konzernweit den Mitarbeitern anbieten, Hyperscaler-Zertifizierung und Trainings zu machen. Und da spielt natürlich Microsoft eine große Rolle. Danke, Ida. Edip, zu dir. Skilling, Lifelong Learning und Learning Culture. Was haben deiner Meinung nach Unternehmen und Personen davon? Ich finde, auf der Microsoft Ignite gibt es schon sehr viele Sessions, wo man sich umfangreich skillen kann. Für IT-Professional und Jobseeker haben wir nochmal spezielle Möglichkeiten. Auf Microsoft Learn finden IT-Professional umfangreiche Trainingsmöglichkeiten von den Grundlagen bis zu den erweiterten Trainings. Wenn beispielsweise jemand die Azure Fundamentals lernen will und später Azure Administrator werden will, findet er dort alles. Das gleiche für Microsoft 365, Power Platform, Power BI oder auch Dynamics. Für Jobseeker, Arbeitssuchende oder auch Quereinsteiger haben wir in Kooperation mit LinkedIn rollenbasierende Trainings, aber wir hören nicht bei den Trainings auf, sondern wir unterstützen den Learner auch später, damit er einen Job findet, nämlich indem er das Jobangebot bei LinkedIn ebenfalls nutzen kann. Berufe und Rollen, die hier trainiert werden, sind zum Beispiel Marketing, Data Analytics, aber auch Rechnungswesen oder Projektmanagement. Hervorzuheben, und das ist auch vielleicht ein ganz wichtiges Thema, ist das Thema künstliche Intelligenz. Und da haben wir eigens die AI Business School und da finde ich, ist für jeden was da, egal wo er anfangen will. Ida, kannst du, was Edip sagt, bestätigen und was sagen deine Kollegen bei der Deutschen Telekom dazu? Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir bekommen von den Mitarbeitern bei uns super gutes Feedback. Und besonders mögen Sie den komfortablen Zugang zu allen Lerninhalten auf dem Learning Experience Portal. Sie werden begleitet von den Grundlagentrainings bis hin zu den erweiterten Trainings und Sie werden auch unterstützt bei den Prüfungsvorbereitungen, damit Sie das Examen erfolgreich abschließen und damit das Zertifikat erhalten. Edip, was sind denn aktuell die Top-Themen? Was würdest du sagen, wird an Trainings etc. im Moment nachgefragt? Die Top-Themen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Wenn ich beispielsweise mit Chief Learning Officern spreche oder Personen aus dem HR-Bereich, mit IT-Decision Maker oder Business Decision Maker, die interessieren sich ganz stark für das ganze Thema Learning Culture und Lifelong Learning. Wenn ich wiederum mit IT-Professionals spreche, und das sehen wir auch in der Anwendung, wie der Zugriff auf unserer Learning-Webseite ist, die gehen sehr stark in den Bereich der Microsoft Cloud, des Einstiegs, was Fundamentals anbelangt, das ist so ein großes Thema, wo sie sich interessieren und dann ganz, ganz viel rund um das Thema Microsoft Teams, Microsoft 365 oder auch Power Platform und Power BI. Wo wir besonders drauf stolz sind, ist eine Initiative für Jobseeker, für alle, die sich umschulen wollen, oder Quereinsteiger. Da sind sehr, sehr stark gefragte Themen, alles rund um den Bereich Marketing, alles rund um den Bereich Rechnungswesen zum Beispiel, Data Analyst oder auch Projektmanager, das sind so die Top-Kurse. Also ich würde sagen, die Top-Themen richten sich wirklich danach, je nachdem, mit wem ich spreche, kommen da andere Themen auf. Wie kommen die Skilling-Offerings denn bei euch bei der Deutschen Telekom an? Wie siehst du das? Das Skilling bei der Deutschen Telekom kommt super gut an. Wir wissen das nicht nur durch die guten Feedbacks, die wir bekommen, sondern auch, dass die Online- und Klassenraumtrainings sehr gut angenommen werden. Die Nachfrage an Microsoft-Trainings steigt ununterbrochen seit 1,5 Jahren. Von daher kommt das Skilling-Offering bei der Deutschen Telekom sehr gut an. Na gut, aber das heißt ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass der Mehrwert von Skilling und Training bei euch erkannt wird und für eure Gesamtstrategie wichtig ist, oder? Skilling und Learning hat bei der Deutschen Telekom super hohe Priorität und ist super wichtig.
Die Mitarbeiter bekommen die relevanten Fähigkeiten im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Microsoft und der Deutschen Telekom. Durch das Skilling werden die Fähigkeiten angeeignet, die uns helfen, neue Geschäftsmodelle und Innovationen hervorzubringen. Von daher würde ich sagen, es gibt kaum was Wichtigeres. Und welche Skilling-Möglichkeiten gibt es beispielsweise für Jobseeker, IT-Pros etc. bei uns, bei Microsoft? Genau zu dem Thema führe ich einige Gespräche mit Unternehmen in Deutschland. Das Feedback ist sehr ähnlich. Der Top-Blocker, um in neuen Geschäftsfeldern zu wachsen, sind fehlende technische Fähigkeiten. Gerade hier kann Learning Culture eine signifikante Rolle spielen. Dass das für Unternehmen wichtig ist, steht mittlerweile außer Frage. Was ich sehe, ist, dass immer mehr Personen ebenfalls in das Skilling investieren. Viele unserer Studien haben gezeigt, dass Personen, die die relevanten Fähigkeiten haben, es leichter haben, einen Job zu finden und darüber hinaus bis zu 20% mehr Gehalt verdienen. Also finde ich, lohnt sich das doppelt. Edip, aus deiner Erfahrung, was würdest du abschließend den Besucherinnen und Besuchern dieser Session hier bzw. Unternehmen generell zum Thema Skilling mitgeben? Was sollte man beachten? Skilling war noch nie so wichtig wie heute. Online und virtuelle Training sind zum Standard geworden. Gleichzeitig war es noch nie so einfach, an Skilling-Inhalte zu kommen. Aber Skilling ist auch eine Reise. Deswegen ist es nie zu spät, damit anzufangen. Wir freuen uns, dass wir so umfangreiche Offerings haben und wir freuen uns, euch auf dieser Reise begleiten zu können. Dankeschön. Ja, danke dir, Edip. Danke dir, Ida. Danke euch beiden fürs Mitmachen. Schaut beide bitte auf jeden Fall nochmal in den Live-Chat, falls dort Fragen zum Thema Zertifizierung und Skilling aufgelaufen sind. Danke euch beiden auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Das war's auch schon von meiner Seite. Das war unsere kurze Ignite Local Session. Vielen, vielen Dank für euer Interesse und für eure Zeit. Alles Gute euch, viel Spaß hier auf der Ignite und bis ganz bald mal wieder. Ciao!